Hi Leute, diese Woche habe ich nicht ganz so viel Zeit, deswegen dachte ich, mache ich mal einfach nur einen Vlog. Der letzte ist ja auch schon ein bisschen her. Einige haben mich angeschrieben, dass ihnen die Vlogs auf die Nerven gehen und ich ihnen die Abo-Box voll spamme. Also, weil sie halt nur Kochvideos sehen wollen. Was? Also erstmal mache ich nur alle 4 oder 5 Wochen einen Vlog, wenn überhaupt. Dieser war jetzt, wie gesagt, schon ein bisschen länger her. Am Anfang war es, glaube ich, ein bisschen öfter. Ich glaube, alle 3 Wochen oder so ähnlich. Aber das würde ich jedenfalls nicht als zu Spam bezeichnen. Also es sei denn, ich bin der einzige Kanal, den ihr abonniert habt. Also wenn ich was in meiner Abo-Box habe, was ich nicht sehen will, dann klicke ich einfach nicht rauf. Und das würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr meine Vlogs nicht sehen wollt. Wenn ein Video von mir auftaucht in eurer Box und da steht Vlog am Anfang, einfach nicht raufklicken. Dann zum Zweiten habt ihr euch mal irgendwann gewünscht, dass ich mit Vlogs anfange. Und drittens macht es mir auch einfach Spaß, ab und zu mal einen Vlog zu machen und nicht immer nur Kochvideos. Und da das mein Kanal ist, tja. Also, wenn ihr... Ach, was soll's. Eine Scheibe Brot. Mein Lieblingspilzaufstrich. Brot beschmieren. Zwei Tomatenscheiben. Und ein bisschen Rucola. So. Lecker. So, jetzt ist es ein Kochvideo. Vlog. So, erstmal wollte ich euch wieder was Kleines zeigen, was ich gefunden habe. Und zwar nennt sich das die Borax-Verschwörung. Und zwar geht es darum, um einen Stoff, Borax. Borax ist ein natürliches Mineral und wirkt stark alkalisch und kommt in ziemlich vielen Gemüsesorten vor. Zumindest in denen, die natürlich angebaut wurden, also ja, biologische Lebensmittel kann man sagen. Und es ist unter anderem für gesunde Knochen und Gelenke verantwortlich und wirkt unter anderem gegen ja, Osteoporose, Arthrose und gegen Pilze zum Beispiel. Und das macht es, indem es die Aufnahme von Calcium, Magnesium und Phosphor reguliert. Borax ist allerdings ein Stoff, der in Deutschland, also im freien Verkauf, verboten ist. Und ja, das soll vor allem daran liegen, dass er hochgiftig sein soll. Hier steht es allerdings drin, dass das nur eine Lüge der Pharmaindustrie ist. Zum Beispiel bei Osteoporose, nach Knochenbrüchen zum Beispiel, für einen längeren Klinikaufenthalt sorgen und damit natürlich eine ziemlich große Einnahmequelle sind. Und es gibt einige Bohrmedikamente, die von der Pharmaindustrie auch unterstützt werden, also in der Forschung unterstützt werden. Allerdings nur in ausgewählten Bereichen, zum Beispiel ja, in der Chemotherapie. Allerdings gibt es schon die Möglichkeit in Deutschland Borax zu kaufen. Allerdings habe ich bisher nur homöopathische Mittel gefunden und es soll, was ich noch nicht getestet habe, was auch hier drin steht, es soll in der Apotheke auch als Ameisengift verkauft werden können. Ja, ob das dann zum Einnehmen gedacht ist, weiß ich nicht. Also wenn es pures Bohr ist, würde das gehen. Also da steht drin, wie man das machen soll. Ich glaube, einen halben Teelöffel auf 5 Liter Wasser oder irgendwie so ähnlich. Oder auf 2 Liter, ich weiß es jetzt nicht genau. Wenn der Stoff jetzt nicht neu ist, kennt ihr vielleicht auch noch andere Möglichkeiten, wo man das besorgen könnte? Das könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Es gab ja auch bei Stevia die Möglichkeit, als das noch nicht erlaubt war, konnte man das als Kosmetikmittel kaufen und sich damit in den Tee süßen. Ja, das war quasi so ein Hintertürchen in den Gesetzen. Den Link zu diesem Artikel packe ich euch in die Videobeschreibung. Und ja, ihr könnt euch den Artikel ja mal durchlesen und könnt mir dann in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ist das totaler Quatsch? Oder könnte da doch irgendwie was dran sein? Okay, für ein paar Fragen wäre auch noch Zeit. Ist Erdöl eigentlich vegan? Keine Ahnung. Also Erdöl entsteht ja eigentlich aus abgelagerten Mikroorganismen, die so mehrere hundert Millionen Jahre ja, am Meeresboden abgelagert wurden und durch irgendwelche Prozesse dann zu Erdöl geworden sind. Und wahrscheinlich sind da auch ein paar Tiere mit reingeraten. Deswegen ist es wahrscheinlich nicht vegan. Aber ja, ist das eigentlich nicht egal? Also das wäre jetzt nicht für mich der Grund, um auf Erdöl zu verzichten. Also nicht mehr zu tanken, kein Plastik mehr zu kaufen, und wo das noch alles verwendet wird. Ich glaube, bei Erdöl gibt es doch vielleicht noch ein paar andere Gründe, weswegen man darauf verzichten könnte.
Wie ist und war das bei dir? Musstest du dich bei deinen Freunden für dein veganes Essen rechtfertigen, beziehungsweise dafür, dass du doch noch deinen Ledergürtel trägst? Also für meinen Ledergürtel musste ich mich von meinen Freunden noch nie rechtfertigen. Für das vegane Essen schon ab und zu. Allerdings, wenn ich richtig anfange mit Argumenten, sind die Gespräche immer ziemlich schnell vorbei. Und ja, eigentlich mag ich das nicht so wirklich, mich da also mit Argumenten um mich zu schmeißen, um mich zu rechtfertigen, ja, weil ich mich einfach nicht rechtfertigen möchte dafür. Ich möchte das jetzt so machen und ich möchte auch, dass die anderen das so akzeptieren und dann nicht dran rumreden. Aber ja, manchmal kommen halt irgendwelche Aussagen, die ich dann auch nicht ignorieren kann und dann ja, sage ich ja schon mal was. Oder manchmal ist es ja auch so, dass man merkt, dass wirklich Interesse da ist, warum jetzt wie was so ist oder nicht so ist oder warum ich das esse und das nicht und so weiter. Zum Beispiel gab es vor einiger Zeit mal Diskussionen wegen kleinen Kindern und Muttermilch, dass die Babys dann ja quasi nicht mehr vegan sind, weil sie ja Muttermilch trinken. Das wäre zum Beispiel so eine Diskussionsgrundlage für mich. Und ja, habe ich dann halt auch das erzählt, dass die Muttermilch von den Kühen ja auch für die Kälber gedacht ist und die von der Mutter sind ja auch fürs Kind gedacht. Das heißt, dass das Kind dann in dem Fall trotzdem vegan ist, weil es die Milch von der eigenen Mutter trinkt oder von der eigenen Rasse, sage ich mal so. Naja, jedenfalls, da kann ich dann doch nicht an mich halten und muss mal ja, mit Argumenten um mich schmeißen. Wenn dann allerdings so eine Aussagen kommen, wie zum Beispiel, ja, du bist ja auch mit Fleisch groß geworden und deswegen bist du so kräftig geworden. Außerdem haben wir immer Fleisch und Milchprodukte gegessen. Da würde ich am liebsten immer sagen, ja, wir haben früher auch immer Krieg geführt. Trotzdem wäre das gut, wenn wir das nicht weitermachen. Zum Beispiel. Den Spruch verkneife ich mir meistens aber auch, weil das dann meistens auch in Streit ausartet. Und weil diese Aussage, jetzt die davor, meistens auch nicht das Ziel hat, um irgendwas zu erfahren, sondern eher um zu provozieren. Also versuche ich da eigentlich auch bei Freunden und Familie, ich versuche zumindest, es ist nicht immer einfach, ich versuche zu unterscheiden, was jetzt eine Aussage ist, um eine Antwort zu bekommen und was eine Aussage ist, einfach um zu provozieren. Und damit geht es mir eigentlich recht gut. Also ich muss dann halt mal kurz so einen Spruch ignorieren und wegstecken, aber das ja, fällt mir irgendwie leichter, als da dann ewig lange mit demjenigen rumzudiskutieren. Und was mich auch noch nervt manchmal bei solchen Gesprächen sind, also wenn jetzt eine Frage kommt, die wirklich von Interesse zeugt und wirklich dafür da ist, dass der andere was erfährt und ich was erklären soll oder so, und dann bei jedem dritten Satz irgendwie eine Entschuldigung kommt und mit der Aussage, ja, ich esse ja auch nur ganz wenig Fleisch und eigentlich weiß ich ja, eigentlich soll ich weniger essen und ich esse nur Biofleisch. Ja, da habe ich dann auch keine Lust drauf. Ja, also, dann würde ich sagen, mach's doch, iss doch weniger. Und wenn du nur Biofleisch isst, ist ja auch in Ordnung. Aber warum erzählst du mir das? Du hast mir eigentlich gerade eine Frage zum Thema vegan gestellt. Das kann ich dann immer nicht so ganz nachvollziehen. Aber, naja. Ich esse seit Dezember 2012 vegan und hatte gestern einen Rückfall. Ich habe mir gleich einen Hamburger gegönnt. Jetzt habe ich ein total schlechtes Gewissen. Hattest du das auch schon mal und bedeutet das, dass ich kein richtiger Veganer bin? Ich glaube, das habe ich irgendwann schon mal gesagt. Also eigentlich ist es egal, oder ich finde, es ist egal, ob du dich als Veganer bezeichnen kannst oder ob du Veganer bist oder ob andere dich als Veganer bezeichnen können. Das ist im Grunde völlig egal, denn ich finde, das baut immer so eine Art Druck auf, wenn man wirklich jetzt versucht, 100, von jetzt auf gleich vor allen Dingen, 100%iger Veganer zu sein und ja, nichts von da und so weiter. Und wenn man es dann doch mal macht, aus Versehen, wie jetzt du mit dem Hamburger oder andere mit einer Schale Joghurt oder was weiß ich, wenn man das dann doch mal, ja, wie du sagst, wenn man doch mal so einen Rückfall hat, dann macht man sich gleich fertig gedanklich und sagt, oh mein Gott, jetzt bin ich kein Veganer mehr und keine Ahnung. Also ich finde, das ist kontraproduktiv, so an die Sache heranzugehen. Ich finde mal, das muss auch einen gewissen Spaß bringen, also vegan zu sein im Grunde. Sonst wird man das auch nicht so lange durchhalten können oder wird irgendwann total depressiv und unglücklich werden, weil man
letztens schon wieder ein Stück Käse gegessen hat. Es gibt, glaube ich, auch Veganer, also Veganer, die essen Honig halt und ja, bezeichnen sich halt trotzdem als solche, da regen sich dann alle anderen drüber auf. Aber ich finde, okay, es sind vielleicht keine, aber sie machen ihr Ding und sie wissen, dass sie das Richtige tun oder sie wissen, dass sie das tun, was sie für richtig halten und damit sind sie glücklich. Und das finde ich eigentlich das Allerwichtigste und nicht, dass man jetzt unbedingt vegan sein muss, so wie es im Wörterbuch steht. Deswegen würde ich sagen, verzeih dir diesen kleinen Rückfall einfach und wenn du meinst, dass du das Richtige tust, indem du weiter versuchst, vegan zu leben, dann mach es einfach. Und ja, für mich, also Rückfälle hatte ich nicht wirklich, nur ein paar Unfälle. Ich glaube, ich habe mal das mit dem Eis und dem Joghurt erzählt, ne? Das war auch noch ziemlich am Anfang auch, wo ich, wenn ich einkaufen war, halt noch nicht auf alles geachtet habe und dann manchmal auch das, was gekauft hatte und nach Hause gebracht hatte und dann die Packung aufgemacht habe und immer dann erst drauf geguckt habe und habe dann gesehen, oh Gott, ich hatte das mal mit, wie heißen die Dinger? Diese ganz flachen Brot, mir fällt es gerade nicht ein, diese ganz flachen Brotscheiben, Wraps. Die hatte ich dann gekauft und dachte so, ja, Wraps ist ja bloß Teig, also Wasser und Mehl und Teig halt, so gebacken. Ja, war allerdings Schweineschmalz dran. Da war ich, glaube ich, ein halbes Jahr vegan oder so ähnlich. Und dann war ich zu Hause, hatte diese Packung dann schon auf. Und ja, zurückbringen ging dann auch nicht mehr. Und dann haben wir die halt gefüllt und haben die halt gegessen. So, was soll's. Und Essen wegzuschmeißen ist ja dann auch keine Alternative. Ich hätte es natürlich verschenken können, das wäre was anderes gewesen. Aber wir hatten uns, glaube ich, auch so auf diese Wraps gefreut. Und haben es dann einfach auch gegessen. Also, ja, das, wenn man das als Rückfall bezeichnen kann, dann wäre das mein Rückfall, mein Unfallrückfall sozusagen. Aber das sind eigentlich so kleinere Sachen, die, finde ich zumindest, die nicht weiter schlimm sind, wenn man die sich im Endeffekt dann doch verzeihen kann und dann einfach weitermachen kann, ohne dass man da sich noch weitere Schuldgefühle auflädt. Hey Heiner, jetzt haben wir schon so lange immer deinen Kochbereich gesehen und wissen doch gar nicht, wie der Rest deiner Küche aussieht. Magst du uns nicht einmal deine komplette Küche zeigen, wie du da so eingerichtet und vor allem ausgerüstet bist? Ja, das hattest du, glaube ich, schon in der alten Küche geschrieben. Und war, glaube ich, kurz vorm Umzug. Ich weiß es gar nicht genau. Und die alte Küche war nun wirklich nicht so, dass ich da hätte eine Roomtour machen können, weil sie einfach so furchtbar klein war. Deswegen, ja, machen wir das heute einfach mal. So, quasi so würde man in die Küche jetzt reinkommen. Die ist jetzt, wie gesagt, ja, ein bisschen größer als vorher. Ja, was soll ich sagen? Kühlschrank. Ordentlich eingeteilt in vegan und nicht vegan. Kennt ihr es von zu Hause eigentlich? Also habt ihr auch einen vegetarischen Freund oder Freundin oder wenn ihr Vegetarier seid, halt einen Fleischesserfreund. Und dann teilt ihr euren Kühlschrank auch so ein oder schmeißt ihr alles durcheinander? Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. So, dann Brotbox, Toaster, was man halt so braucht. Hier ist das ganze Krimskrams, Getränke, Öl, sonst wie was Regal. Hier mal ein bisschen Xylit in der Kuhbox, sehr passend. Und auf der Fensterbank immer ein paar frische Kräuter auf jeden Fall, also in dem Fall jetzt Basilikum und Petersilie und Klee. Ja gut. Kann man jetzt nicht essen, aber. Oder kann man Klee essen? Wahrscheinlich kann man Klee essen, aber wir essen es nicht. Wir haben das nur zur Deko hier. So, dann einen sauber aufgeräumten Abwaschplatz, wie ihr seht. Macht ihr das eigentlich auch so wie ich? Also trocknet ihr eigentlich lieber nicht ab? Also ich lasse es meistens trocknen, es sei denn, es ist zu viel, um den Platz zu besetzen. Denn ich will Handtücher sparen. Okay, ich bin einfach zu faul. Das ist einfach so. So, die Kochseite kennt ihr eigentlich. Ich zeige euch mal jetzt nicht die ganzen Inhalte von der ganzen Küche. Also halt Töpfe, Pfannen, Gewürze, was man so halt immer dabei hat. Und wegen Ausrüstung ist bei mir auf jeden Fall wichtig, immer ein Pürierstab und eine aufgeräumte Schublade.
Pürierstab, Schneebesen. Die Rührer meistens aus Holz. Ich habe auch welche aus Plastik von früher noch und finde die auch eigentlich ein bisschen besser, weil die nicht so kleben. Topflappen, total wichtig. Ja, Pürierstab ist wichtig und ein Mixer oder halt eins von beidem sollte für mich auf jeden Fall immer in der Küche dabei sein, sonst bin ich ziemlich aufgeschmissen, glaube ich. So, und was die Messer betrifft, da habe ich schon ein paar verschiedene, aber eigentlich habe ich immer, bin ich ja recht einfach gestrickt. Ich brauche immer drei Messer, ein langes, dünnes, ein Kochmesser und ein kleines zum Schälen für kleinere Sachen, zum Schnibbeln und so weiter und so fort. Und ich brauche immer ein großes Brett. Ich glaube, das ist das Größte, was ich jetzt gefunden habe, was ich kaufen konnte. Weil, ja, wenn ich meistens nehme ich keine Schüsseln, um da das Gemüse da drin also zu schneiden und da rein zu tun. Meistens schneide ich alles auf dem Brett und schiebe das in eine Ecke und in die nächste Ecke und in die nächste Ecke. Und dafür brauche ich einfach ein großes Brett. Deswegen, ja, ist das für mich auch ziemlich wichtig. Ja, und noch ein paar aufgeräumte Schubladen mit ganz viel Holz, Nudeln, Samen, Sojasahne und so weiter und so fort. Und noch mehr Zeugs wie Seitanfix zum Beispiel, Lupinenmehl, ja, normales Mehl und Kartoffeln. Ganz wichtig. Immer Kartoffeln zu Hause haben. So, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog und diese kleine Mini-Roomtour gefallen. Ich hoffe, das Video spammt eure Abo-Box jetzt nicht zu sehr zu. Und ja, falls ihr noch Fragen habt für die nächsten Vlogs, dann schreibt sie mir in die Kommentare. Und ja, nächste Woche gibt's hoffentlich wieder ein Kochvideo. Ja, bis dahin. Tschüss.